Das ist ja 10. Ein Ofen. Aha. Die ist jetzt schusssicher 10 und wir hatten vorher schusssicher 5, 6, 7, 8. Okay. Klasse. Können wir die 8 ja da lassen. Du hast die Kohle, dann nimm du den Ofen und die... Flup, genau. Jetzt verstehe ich auch irgendwie, warum Enderchests erlaubt sind. Man muss sich sein Zeug hier craften. Man kriegt zwar auch Zeug. Ja, anscheinend. Ja, sollen wir dann erstmal Steinschwerter für jeden machen? Aber macht keinen Sinn. Wir haben so ein Overpower-Holzschwert, ne? Ja, das macht echt keinen Sinn. Vielleicht finden wir noch irgendwelche... Ich tausche mein Holzschwert, das 1024 Attacke gemacht. Ja, wir können euch aber hier zumindest noch ein paar Spitzhacken craften. Ja, das können wir auch später machen. Ja, gut, okay. Für was willst du die jetzt benutzen? Ja, Vorrat mitnehmen, habe ich jetzt gedacht. Da hinten ist noch eine Höhle. Ja. Was? Dann gehen wir erstmal dahin. Da ist noch eine Kiste. Hab's gesehen. Und noch ein Spawner. Ah, mit Skeletten. Verbraucht sich deine Spitzhacke? Ja. Mein Schwert hat sich noch nicht verbraucht. Meins auch nicht. Hose. Und eine Schaufel. Schaufel. Nice. Nett, nett. Na gut. Dann denke ich, geht's jetzt da hoch, hä? Bestimmt. Dem Aber ich hab da oben schon Zombie gesehen. Denn hier hinten. Pilze. Pilzragout. Ja. Ich glaube, wir können massenhaft Pilzragout machen, das stimmt. Oh! Was denn? Oh mein Gott. Skelettwasserfall! Ich habe die Pilze mal eingesammelt. Wir haben ja Suppenschalen gekriegt von Dark eben. Echt? Wir haben doch Pilzragout im Inventar. Ach so, ja, stimmt. Pilzsuppe. Da kommen ja immer wieder leere Schaufeln raus, leere Schüsseln raus. Ja. Dann können wir immer wieder neue machen, ja? Ich glaube, man braucht nicht mal ein Crafting Table dafür, ne? Kann sogar sein, wenn ja. Wenn ich mich recht entsinne. Da oben ist übrigens wieder ein Spawner. Hat das jetzt gerade die Monster verwirrt? Oh. Bella bauen. Gut. Na Mensch, hat man einen ganz schönen Überblick hier. Ach so, an einigen Stellen kannst du gar nicht höher gehen. Okay, ist auch gut gemacht. Obwohl? Nee, geht nicht. Ja, hier ist noch ein Spawner. Ah! Ich bin gerade erschrocken. Das kann ja heiter werden mit den Spawnern hier. Aber gut, dass man sich nicht gegenseitig hauen kann. Ja, das stimmt. Immerhin etwas. Sonst wären wir jetzt schon längst wieder tot. Ich meine, wenn du jetzt hart gewählt hättest, könntest du dich wahrscheinlich auch selbst gegenseitig hauen. Das kann gut möglich sein. Ich muss gleich mein Inventar mal wieder sortieren. Klingeling. Push the button. Guck mal, ein Jump and Run. Oh nein. You will occasionally run into areas surrounded with a green-hearted plaything. Er rennt vor. These are contain a challenge that is based around getting to the chest at the end, which has some nice loot in it. Also note, when in such areas you will be set to adventure mode, so you can place destroy any blocks. Also man kommt immer wieder in Gebiete. Echt, ich nehme auf. Und während ich vorlese, rennt Dark vor und macht alles, ja? Super. Ja, du kannst Jump'n'Run gerne noch machen. Ihr habt beide gestöhnt, Jump'n'Run, deswegen bin ich vorgesprungen. Hättet aber warten können. Also wie ich bereits versuchte zu erklären, während Dark alles schon gemacht hat,
gibt es immer wieder Gebiete, die mit den mit Laub umrandet sind. Das sind Challenges, die man erledigen muss, um das Loot, also die Items zu kriegen, in der Kiste, die praktisch sich in dem Bereich dort oben befindet. Dark hat das jetzt gemacht und dadurch hat man ein neues Schwert gekriegt, was mehr Schaden macht. Damage 5 hat das jetzt, also Schaden 5. Ja. Und hat mehr Geschwindigkeit 3% plus. Okay. Ja, und dann kannst du anscheinend auch wieder danach aus der Region wieder rauslaufen, so wie es aussieht, sobald du da angekommen bist. Und was da auch noch stand, ist, man wird bei diesen Challenges in einen, wow, hier muss man aufpassen, in den Adventure-Modus gesetzt. Ach, du kannst also nichts abbauen in dem Moment. In den Abenteuer-Modus gesetzt, das heißt, man kann dann auch nichts mehr abbauen, wie man es sonst die ganze Zeit kann. Hier ist wieder ein Ding. Achso, ja, ich baue ihn schnell ab. Ich wollte noch irgendwas sagen. Egal. Was sag? Hast du noch Pilze? Ich bräuchte wieder ein bisschen Suppe. Gib mir mal jeweils ein paar. Also ja, es geht ohne Crafting Table, kann man sich hier diese Pilzsuppen craften. Wie viel Schalen hast du? Ich will es auf Vorrat mir wieder eine herstellen. Deswegen gib mir einfach von jedem eins. Ich brauche aber auch rote dazu, ne? Ich hab dir jetzt alle rote gegeben aus Versehen, glaube ich. Warte, ja. Nehm mir zwei weg und gib dir den Rest wieder. Gut. Also Pilze mitnehmen sozusagen. Gut zu wissen. Da oben ist ein Schaf. Willst du mal töten? Vielleicht hilft uns das was. Ich hab Wolle und ein Stück Steak. Wow, was für ein Loch. Und da unten sind wir ein Monster. Ja, ich nehme stark an, dass wir hier in die Höhle rein müssen. Macht auch ein bisschen Sinn. So darauf gekommen, weil vielleicht hier das nächste Schild steht. Keine Ahnung, ja, wer darauf gekommen ist. Hitbox. Low on health and surrounded by monsters. Don't forget, you can use blocks to keep them away. Also wenig Leben und man ist von Monstern umzingelt. Oh Gott. Monstern und Zinge kann man Blöcke benutzen, um sich die Monster vom Leib zu halten. Haltet mir die Monster vom Leib, ich mach den Spawner weg. Oder besser gesagt, die beiden. Ja. Das sind drei Spawner. Hier ist ein Creeper-Spawner. Na Mensch, und eine Kiste. Alles weg? Jo, dann Cobblestone und was zu essen. Ah, da war jemand schneller. Willst du was? Alles gut. Hab noch. Okay. Ich glaube, wir sollten da mal reingehen. Warte auf mich. Hier ist auch eine Enderquest drin. Hallo. Und hier ist. Die tun nichts. Melissa. Holocani. company has finally arrived. I figured no one would ever come visit us in such a secluded location. Food has arrived, or just what? Company? Well, here it is, I guess. Darling, when you're cooking up some mushrooms, was steht denn da alles? Alles Mögliche, die unterhalten sich hier irgendwie. Also sie schreit auf jeden Fall, dass jetzt die Armee gekommen ist, um zu helfen. Und Essen ist sozusagen angekommen. Oh, Just Company. Achso, nee. Soll ich hier mal ein bisschen was reinlegen? Ja, genau. Achso, ich habe hier so einen Wurftrank der Heilung. Ich pack den mal. Ich gebe ihn dir einfach mal mit, ne? Und noch so ein Notfallschwert. Die Kohle rein, den Ofen. Achso, hier kann man Spawn setzen jetzt übrigens. Feuerwerksrakete, die alte Weste. Ach, for all players. Gut. Also braucht nur einer drauf drücken, okay. Wir können auch hier schlafen, zumindest zwei von uns. Und hier steht noch eine Truhe.
mit Leder, drei Schüsseln und gib dir mal das Leder mit. Und dann kriegt jeder noch so eine Bowl. Eine für dich. Sag, wo bist du? Eine für dich. Ich glaube, hier lädt sich auch unser Leben auf. Meinst du? Ja, guck doch mal. Und nur auf der Anzeige. Ich habe jetzt mal alles reingelegt, ja? Ja. Alle möglichen Rüstungsgegenstände, die ich doppelt hatte und Schwerter und so weiter. Warum schmeißt du mir eine leere Schüssel hin? Damit du zwei hast. Um die Dings herzustellen. Ich hab noch meine Pilzsuppe. Ach, hier ist noch Kohle. Guck mal die Öfen durch, ob da noch was drin ist. Nö, scheint nicht so. Dann haben wir noch hier eine Hintbox. Don't ever switch the difficulty to peaceful on this map. Always NPCs such as Bob and Mrs. here will vanish for good. Achso, also wir sollen nie auf friedlich stellen, weil dann die NPCs sozusagen verschwinden. Und die NPCs sind ja in unserem Fall Zombies hier. Dann, sonst würden die verschwinden. Ja, also hab ich ja schon mal gesagt. Ja. Müssen wir jetzt ernsthaft hier weiter? Nee. Nein, hier draußen. Ja. Hast du jetzt gedacht, da außen Jump and Run über den Hügel? Naja, da geht, würde zum Beispiel gehen. Ich glaube, uns erwartet noch genug Jump and Run. Du hast gesagt, hier geht kein Jump and Run. Ja, es ist. Eine Hase und es ist Spawner. Keine Jump and Run Map, so ja, ist es zumindest. Spawner. Spawner spawnt der Häschen oder was? Keine Ahnung. Man sieht es zumindest nicht. Das ist ein Killbunny. Ah! Töte das! Hasenragout! Ach, der Kill. Wurfdrang, die Regeneration, nochmal Apple und Knochen. Also, man muss wirklich überall gucken, sozusagen, um Kisten zu finden. Damit wir nicht so viel craften müssen. Ich sammle den ganzen Scheiß und ja. Dann machen wir das eben in die Enderchest, ja? Guck mal auf den Baum. Oh, meint ihr, ich komme da rüber? Noch nicht. Nein, vielleicht gibt da ein Baum irgendwo einen Gang nach oben. Vielleicht ist das der Endpunkt, Dark. Kann auch weiß sein. Ich, das komm, wir spielen weiter. Guck mal da vorne. Wir gehen jetzt erstmal den Weg nach. Ja. Du kommst hier nirgendwo rüber bisher. Oh, Achtung, Leute! Ich kümmere mich mal schnell um die Spawner. Und immer die Level einsammeln, Sago. Wer weiß, für was wir die noch brauchen. Ja, das stimmt. Push the button. Each time you kill a mob, you get some essences. Ach, das sind die Essenzen, die man kriegt. You can also get essence from other various ways, like achievements and side quests. You can spend essences at shops and at other various places through the map. Throughout the map, okay. On death you will lose 20% of your essence, however if you die in a event boss, you will lose 15 in total. Also man kriegt bei jedem Mobkill kriegt man so Essenzen, ihr seht die rechts, ich habe da 42 stehen. Das steht bei jedem, anscheinend zählt das und für alle zusammen. Dark Frozen ist einmal gestorben, steht da. Das war am Spawn. Wenn ja, man stirbt. Verliert man 15% der Essenzen, 20% der Essenzen. Und wenn man in einem Event- oder Bosskampf stirbt, dann verliert man maximal 15%, maximal 15% der Essenzen. Ich denke, du verlierst 15 Punkte maximal. Nicht 15 Punkte, man passiert im kompletten 15 Punkte dann. Ja. Gut, Achievement Box. Ender Bossfight, okay. Be a Panties Listener and don't skip Exiles Dialog for. man soll die Gespräche von ihm nicht überspringen, weil man sonst 10 Essenz verliert. Auch nicht okay. Schlecht. Dann hätte ich mal gesagt, wir beginnen den Bosskampf, oder? Sollen wir? Ansonsten gucken wir hier erstmal. Aber gut, willst du erst wenn es hier am. Gucken es ist hier am Eingang. Ich weiß ja nicht, wie das ist. Ja. Hallo? So viel zu dem Punkt. Ach, so. Ach, jetzt ist doch Bossfight hier. Okay, man kann also nicht laufen. Bewegt euch nicht, dann. Oha.
Well then, this is good place, if any. It's been a while since we did any advice, if you forgot how to fight. Ach so. Das ist ein guter Platz hier. Für alle wunderschön. Für alle, die das, ein das war jetzt, Adventure. Da stand am Anfang, klick hier, du skip scene. Und wenn du sie nicht überspringst, kriegst du, glaube ich, 10 Essenzen als Achievement zusätzlich. Meinst du? Ja. Oh mein Gott, was zeigt sich da alles für Bilder? Give 3 health. During encounters with big bodies, you will always be give 3 health potions to use, as you should see in your inventory. Achso, wenn man die tötet, kriegt man sozusagen diese Potions, wenn ich das richtig verstanden habe. A lot of these creatures have very powerful abilities, such abilities you should try and avoid if possible. Also, manche haben sehr starke Kräfte, die wir sozusagen ausnutzen sollen und ausprobieren sollen, wenn es verfügbar ist. Da steht auch mal, ein Tipp wäre, man könnte den F5-Modus nutzen, so will man einige Dinge sehen, die sonst verborgen blieben. Okay. Warum habe ich das so? Best Friend Tutorial Boss. Auf ihn! Wow. Ja. Da kommen unsichtbare Skelettreiter. Auf sie. Was war das denn? Damage gekriegt. Oh. Wenn ihr wieder solche Monster seht. Ah, sie kommen schon wieder. Oh, 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 oh. Jetzt. Oh, not giving schon. Ah, er hat uns 10 Essenzen gegeben. Stimmt. Oh. Wir haben sehr viele gerade. Das ist cool gemacht, wenn man sich nicht bewegt, dann hast du so einen richtig tollen. By the way, this place is called the Secret Veil. To some are the Veil of Repose, to others. It's a place of relaxation. That very few people know about. It is also where me and my father used to visit when on vacation. It was when we, wo bin ich jetzt? Also to these parts of Mira, we would always stop by where by here. Every few days in front of this waterfall. Und so weiter. Das ist jetzt eine Geschichte. Wer möchte, der Text ist eingeblendet. Der kann sich komplett durchlesen. Und mir geht das jetzt ganz jetzt ein klein wenig zu schnell. Das geht wirklich schnell, so schnell kann man das gar nicht alles lesen. Welt von Monsters. Also es geht immer noch darum, dass die Stadt von Monstern zerstört wurde, sozusagen. Und wir sollen jetzt sozusagen ihm folgen und diesen Bereich hier verlassen. Aber ich will die Kiste. Ja, ich wollte die auch haben. Ah, Kiste. Wolle. Glück 1, Wolle. This item contains the power of restore one's lost land. You place this item in... Wo? Ich will auch eine. Oh. Ja, you place this item on the monument. Ah, okay. Mal gucken, ob hier noch irgendwas rumliegt. Ich habe die Vermutung, dass man in dem Wasserfall nach oben kommt. Ich würde mal nach oben schwimmen und gucken, was da oben ist. Ist hier das Monument, Dark? Wir gucken gleich mal. Wo meinst du? Hier ach, das mit den Holzstämmen? Was? Scheint anscheinend so. Place da mal einen drauf. Gucken, hier, was da passiert. Hier das Blaue. Ach, das Blaue. Ja, das kannst du auch ausprobieren. Und ist da oben was? Ja, ein Monsterspawner. Und viel Wasserströmung. Guck mal, ob da noch mehr ist. Toll, das ist ein normaler Block. Wollblock.
Ja, genau. Bekämpft euch gegenseitig Skelett, dann komme ich dann nämlich ohne Probleme hoch. Hast du gehört? Ja. Bei einem ist es ein normaler Wallblock. Anscheinend kriegt man, deswegen kriegst du anscheinend so viele.